Ja, wunderbar. Ja, von meiner Seite auch nochmal herzlich willkommen hier im Content zum Thema Freikörperkultur. Ich will euch was erzählen, eine kleine Geschichte zur Freikörperkultur. Über den Daumen kann man sagen, so 100 Jahre gibt es das Wort. Davor hieß es Nacktkultur. Und ich hab einige Bücher dazu gelesen. Ich gebe die auch nochmal rum, dass ihr mal seht, woher ich das ganze Wissen habe. Das ist eigentlich, ich bin Kai, bin aus Rostock und hier in Ostdeutschland groß geworden. Und bis zur Pubertät war ich tatsächlich auch an FKK-Stränden mit meinen Eltern. Dann hat es kurz ausgesetzt und nach der Pubertät ging es halt weiter am FKK. Ist ganz normal quasi. Und, aber ich bin auch viel gereist, ist halt nicht überall normal. Dann habe ich mir die Frage gestellt, warum ist das hier so gewöhnlich sozusagen? Keiner macht sich einen Kopf und woanders ist es halt tabuisiert, ein Drama oder wird als als sexuelle Bereitschaft gesehen, wenn jemand nackt ist oder irgend sowas. Ne? Also das ist immer, je nachdem, wo man ist, kann das sehr, sehr verschieden gewertet werden. Genau, deswegen habe ich mich mit dem Thema beschäftigt und habe heute so ungefähr 40 Minuten für euch so ein paar Informationen zum Thema FKK gespickt mit eigenen Geschichten. Und weil ich den Vortrag schon ein paar Mal gemacht habe, bin Laie, bin jetzt kein Experte darin, ne? Aber da haben sich so Stück für Stück Geschichten zusammengetragen, die ganz spannend sind. Und am Ende würde ich gerne, wenn ihr Fragen habt oder so, dass ihr ja, Fragen stellt oder eigene Geschichten, die ihr erlebt habt in dem Zusammenhang, dass ihr die auch loswerdet. Also das wäre total schön. Ja, vielleicht als erstes mal die Bücher, ich gebe die rum. Wenn ich die wiederkriegen würde, wäre total gut, ne? Aber ihr seht alle so aus, als ob ihr das auch machen würdet. Genau. Könnt ihr mal einmal so die Runde. Ja. Okay, wenn irgendwas unklar ist, könnt ihr zwischendurch auch nochmal ein Zeichen geben. Ne? Ich sage das denn nochmal anders oder, ne? Also seid da nicht scheu, gebt mir ruhig ein Zeichen, wenn ich zu schnell bin oder irgendwas unklar ist. Ich kann reagieren darauf. Ne? Okay, vielleicht fangen wir erstmal an mit der Geschichte des FKK. Und bevor die Geschichte des FKK losging, ist überhaupt das Thema Nacktheit. Nacktheit ist in vielen Kulturen ein Thema, ne? Schon immer, seit es Menschen gibt. Und ich habe jetzt nur mal ein paar Beispiele, dass man eben. Ja, die Geschichte des Nacktseins ist halt älter als die Geschichte des FKK und habe hier mal so ein paar Beispiele, dass man sich da so reindenken kann. Ne? Das Wort selbst vielleicht, das Wort nackt, habe ich auch mal geguckt, ist 5500 Jahre alt, also ziemlich altes Wort, das ne, aus dem Germanischen. Und ja, Darstellungen in verschiedenen Kulturen, wenn man jetzt von Europa aus mal guckt, haben wir einerseits in der Antike, dort im antiken Ägypten, ist ja Afrika, aber so europäischer Blick, dort waren so die ersten Berichte, dass halt Kinder nackig rumgelaufen sind, im Alltag auch normal. Und das habe ich auch gelesen, dass Bauern zwar leicht bekleidet waren, aber zum Teil auch nackig auf den Feldern gearbeitet haben. Ne? Denn im alten Griechenland, das kennt ihr wahrscheinlich auch, dass Olympia, ne, das war tatsächlich so, dass Männer bei der Olympiade angetreten waren, Sport zu machen und die waren halt tatsächlich nackig. Das Publikum war angezogen, aber die Sportler selber waren damals Männer, waren nackig. Das später, als nachher das Christentum stärker wurde im Rom, dann wurden die Olympiaden irgendwann angezogen und die Römer haben sich auch lustig gemacht darüber, aber Olympiade erstmal in Griechenland nackig. Und bei den Römern selber, die Kaiserbilder, ne, wenn man sich das mal auf, das ist Antonius, Pius Antonius, und da wurden die Kaiser halt nackig dargestellt. Ne? Wenn man sich das mal auf die heutige Welt überträgt, ist es doch ganz anders. Ne? Also heutige Regierende oder so sind nicht so dargestellt. Und der ist aber nicht wirklich nackig. Nackig heißt ja tatsächlich frei von Kleidung. Der Kaiser hat noch was um. Ne? Aber ja. Und bei den Kelten und Germanen, das ist auch überliefert in verschiedensten Berichten, dass das normale Volk quasi baden war in Flüssen und Seen auch nackig. Und das Ganze, die Nacktbaderei sozusagen, hat also schon eine lange Tradition, auch hier in Mitteleuropa und ging auch das ganze Mittelalter über. Da muss man auch immer gucken, im Prinzip auch im Mittelalter oder nachher später nach dem Mittelalter, immer wie haben die Herrschenden, die Oberschicht sich quasi verhalten zu dem Thema Nacktheit und wie hat sich die normale Bevölkerung verhalten. Ne? Also da ist immer ein Unterschied zu sehen. Auch beim Christentum, je stärker das dann wurde, ne, ihr kennt euch vielleicht ein bisschen aus in der Geschichte, das Christentum ist ja dann im Römischen Reich breiter, breiter, breiter geworden und hat sich im Mittelalter, denn 1100 ist es auch in Mecklenburg-Vorpommern angekommen, später ging es dann nach Osten und Norden, ne? Also so lange ist auch die Geschichte des Christentums hier in
Ostdeutschland oder in Osteuropa noch nicht. Und das hat die Nacktheit als Tabu befördert. Man muss sich das so vorstellen, die hatten da verschiedene Ansätze. Einerseits gibt es ja Jesus als eine nackte Darstellung, auch im Neuen Testament kann man jetzt nicht ein Tabu direkt von Nacktheit ableiten, aber Nacktheit wurde halt mit Sexualität gekoppelt und diese Kopplung, nackig und Sexualität, als ob etwas Nackendes nicht anders ansehbar ist, ne? Also nackig gleich Sexualität, hat natürlich beim Christentum durch die spezielle Gucken auf Sexualität dazu geführt, eher auf Kleidungsvorschriften, auch beim Besuch von Kirchen und zu setzen und hat das Nackigsein quasi, was in der Antike noch verbreiteter war, denn zurückgedrängt. Und gerade die Oberschicht hat natürlich auch nackig sein, hat ja noch diesen Aspekt von arm und reich, ne? Also oft war ja Kleidungslosigkeit auch ein Zeichen von Armut. Und mit Kleidung kann man Status zeigen, ne? Das kennt ihr hier vielleicht auch, ne? Es gibt teure Sachen, die man anziehen kann und günstigere und das kann man auch sehen. Und das war damals auch so und gerade zwischen Oberschicht und der normalen Bevölkerung oder eben dann extremer Armut, wenn man eigentlich Kleidung braucht, witterungsbedingt oder so und die nicht hat. Ja. Wie weit das Tabu ging, also in der Praxis war es dann so, dass die Oberschicht natürlich immer angezogen war und auch diese Kirchenregeln und sowas gab es alles und Nacktheit kam trotzdem, auch in Mittelalterberichten kann man das sehen, immer vor, auch gerade in diesen Badesituationen und wie weit denn die Nacktheit, also das Tabu quasi sich allgemein gesellschaftlich verbreitet hat, sodass sogar das Baden, das nackte Baden in Flüssen und Seen verboten wurde, wie weit das denn faktisch doch noch stattgefunden hat, ist nochmal eine andere Geschichte. Das ging dann eigentlich richtig im 18. und 19. Jahrhundert nochmal los. Und wie weit das ging, ne, das ist ja auch die Zeit der Wissenschaft und so weiter, kann man hier ganz gut sehen. Also Ende des 18. Jahrhunderts wurde Nacktheit zum Tabu. Ein Beispiel von Geschichte des alten Ägyptens ist ein Buch, wo dann quasi original ägyptische, das war jetzt vom Grab des Ti, halt abgezeichnet worden ist, was man da sehen kann. Und die haben es einfach verfälscht. Also hier links ist das Original, 53 nochmal nachgemalt. Man sieht hier so angedeutet nur Genitalien und das war schon zu viel. Und dann haben sie halt das gefälscht, weil sie nichts Nacktes darstellen wollten. Und ja, das hat dazu geführt, weil das ein Standardwerk ist, dass das auch immer wieder reproduziert worden ist. Und das ist natürlich für Wissenschaft völlig untauglich, wenn man nur die Hälfte abbildet oder Sachen weglässt und dann in der Geschichte weiterträgt. Ne? Also alle, die mal studieren, diese Hinweis auf Originalquellen oder so, ne? Das macht Sinn. Ne? Wenn man sich die Originalquelle tatsächlich anguckt, dann kommt man vielleicht zu anderen Ergebnissen, wenn man sich dann mit der alten Ägypten auseinandersetzt. Okay, das Tabu war also sozusagen sehr, sehr weitreichend und dennoch gab es trotzdem eine Entwicklung in der beginnenden bürgerlichen Gesellschaft. Es gab sowas wie Seebäder, die sind entstanden sind, auch hier in Mecklenburg-Vorpommern, in Großbritannien, in ganz Europa sind so Seebäder entstanden, das haben sich Adlige und das neue Bürgertum zu eigen gemacht, die waren quasi baden und es hat sich gesundheitlich herausgestellt, dass Seeluft gut ist und man muss sich auch vorstellen, zugleich ist ja der Kapitalismus entstanden, es sind also riesige Städte, was wir heute Slums nennen, mit riesigen Arbeiterinnenvierteln entstanden, die staubig, die dreckig waren, wo die Betriebe gleich neben den Wohnungen standen und natürlich Bürgertum, Adlige raus ans Meer, da ist frische Luft und Ärzte, Ärztinnen dann auch Seebad nehmen. Zuerst hatte man so Wannen mit Seewasser geholt und in so einem Haus hat man die Leute reingesteckt. Da war natürlich dann Nacktheit oder so im Haus, nicht sichtbar, nicht öffentlich. Und dann hieß es aber auch, Seewasser selbst ist gut und dann gab es Badeanzüge und das waren tatsächlich Ganzkörperbadeanzüge. Man kennt manchmal noch so die ersten Filmausschnitte, Weimarer Republik oder so, wo auch die Männer so Hosen bis hier und noch so ein langes Ding anhatten. Das war noch länger, das ging richtig von hier bis hier bis hier, also dass kaum was zu sehen war. Baumwolle war das, das war ja der Stoff, den sie hatten, also sehr, sehr unpraktisch zum Baden. Und genau, das war die Bäder... Oh, jetzt bin ich jetzt hier... Die Bäderkultur begann, das älteste Seebad übrigens, aber das erzähle ich auch noch mal was zu, das war hier auch in Mecklenburg-Vorpommern, das älteste Seebad Deutschlands, 1796, Heiligendamm bei Rostock, also links daneben wäre ja mal G7, G8, dieser Gipfel, der war in dem ältesten Seebad. Und ja, also Nackigkeit total ein Tabu und das ging sogar so weit, dass die normale Bevölkerung, die früher halt immer nackig baden konnte in Seen und in Flüssen, das nicht mehr konnte. Weil es Verordnungen gab, die es verboten haben. Ne? Das Lagern am Strand, also was heute so typisches Strandleben ist, war ausdrücklich verboten. Bis zum Ersten Weltkrieg, kann man sich so als Nummer merken, konnte man in Deutschland nicht einfach, was heute normales Strandleben oder am See sein ist, machen. Ging nicht.
Genau, die FKK-Bewegung selber, ich habe eben schon angedeutet mit der Industrialisierung. Ich erzähle mal noch ein bisschen was zu den Zuständen, damit man sich auch noch mal vorstellen kann, was eigentlich FKK-Bewegung auch mit Arbeiterinnenbewegung, das kommt nämlich zusammen, zu tun hat und warum das vielleicht auch was für die allgemeine Bevölkerung und nicht nur be bestimmte Eliten oder Teile der Bevölkerung ist. Um 1890 habe ich hier mal so rausgefunden für Berlin, 10% der Berlinerinnen in feuchten, lichtlosen Kellerwohnungen lebten, also 10% der Bevölkerung, das war schon erheblich. 20% der Berlinerinnen mussten sich zu sechst ein Zimmer teilen. Es gab richtig Verordnungen, die das begrenzt haben, das ist nicht mehr als sechs Leute in einem Zimmer und da war wirklich alles. Ne, da war denn die Familie, zum Teil wurden die Betten, denn wenn Teile der Familie zum Arbeiten waren, wurden die an andere wiedervermietet, also so dass noch verschiedenste Leute dieses eine Zimmer genutzt haben, also nicht nur von einer Familie. Und die Arbeitszeiten, ne, kennt ihr selber mal gehört, ne, 12 Stunden oder mehr, die 7-Tage-Woche war normal, das war so um 1870 bis 18 bis 1900 Realität für die meisten Menschen. Lebensmittelversorgung unzureichend und so weiter. Trotz all dieses Fortschrittes, ne, und dass man immer mehr Menschen versorgen konnte, ne, durch die industrielle Entwicklung in der Landwirtschaft und so weiter. Und dieses Bild von der Stadt mit Slums und mit Armut und so weiter, das hat dann quasi auch bürgerliche Kreise als so ein Schreckgespenst gesehen von, mein Gott, das ist Zivilisation. Und dann kam halt diese Lebensreformbewegung in der Schweiz und was heute Deutschland ist auf. Und die haben sich halt zurück zur Natur ist dieses Motto, das habt ihr vielleicht auch mal gehört, ne? Weg von diesem Zivilisationsmodell, wo alles raucht und Elend ist und Industrie ist. Also gegen Verstädterung und Industrialisierung und haben dann quasi der nackte Mensch, so hat die Natur ihn ja geschaffen, ne, war dann quasi auch Mittelpunkt ihrer Ideologie, die dann gesagt haben, Nacktheit, FKK. Und so kam das denn, dass die ersten FKK-Vereine, Bewegungen sich gegründet haben. Sie haben auch gesagt, das hat was mit Gesundheit, Körperpflege, Wohnung, Ernährung. Ich habe ja gesundheitliche Aspekte schon angesprochen, ne? An der frischen Luft sein, eben nicht in der verrauchten Stadt. Oder das Wasser, dass man sich reinigen kann. Ne? Es ist nicht so selbst. Es gab zum Beispiel, wer alte Häuser kennt, irgendwie in Berlin oder Leipzig oder sowas, es gab keine Bäder. Ne? Man hat sich dann an so einer Schüssel gewaschen. Also all das hat man natürlich am See quasi einfach so, ne? Dass man sich lange im Wasser aufhalten kann, zumindest im Sommer. Und der Veganismus, das Vegetarische, das kam eben auch von dieser Lebensreformbewegung. Und da gab natürlich viel Kritik dran. Ne? Also die gerade konservative Kreise haben ja gesagt, naja, dieses Nackigsein, das hat was mit Sexualität zu tun, was eben auch aus dieser christlichen Linie kam. Und die haben dem entgegnet, naja, ein nackiger Körper ist ja, also sie haben das immer abgestritten, das hat gar nichts mit Sexualität zu tun, was natürlich auch Quatsch ist, aber haben das abgestritten, haben das auch sehr gut begründet, die waren da sehr clever. Zum einen haben sie von Nacktkultur, sind sie übergestiegen auf das Wort Freikörperkultur, also die haben die Begriffe verändert und haben auch nicht, ich gehe nackt baden, sondern die haben gesagt, ich gehe im Lichtkleid baden. Und so eine Sachen haben sie sich halt ausgedacht und Begründungen, die waren auch, ja, die ich gelesen habe, die waren auch sehr schön. Denn zum Beispiel haben sie gesagt, ein nackter Körper ist ja viel unsexueller als zum Beispiel ein Angezogener. Ein Angezogener, der macht den Körper ja erst sexuell. Ne? Also die sagen, wenn man den Körper verkleidet, dann wird er überhaupt erst sexuell so aufgeladen. Oder ne, wenn die Badehose, ich habe da auch noch ein Zitat, wenn die Badehose genau hier ist, dann lenkt ja die ganzen Gedanken auf genau den Bereich des Geschlechts. Ne? Also gerade dieses Anziehen macht sozusagen die Sexualisierung des Körpers. Und das Nacktsein gar nicht, weil dann ist alles gleich nackt. Und was hatten Sie noch für eine Begründung gehabt? Ach genau, natürlich, die FKK-Bewegung wollte zum Beispiel keinen nackten, erregierten oder sexuell erregten Körper haben, ne? Sondern die haben gesagt, bei uns ist Standard, der ist nicht sexuell, der Körper. Ne? Entsprechend haben sie gesagt, naja, was man unter der Kleidung alles verbergen kann, ne? Sexuelle Erregung und so weiter, das ist bei uns Nackten sozusagen nicht möglich. Ne? Also da sind keine sexuellen Erregungen da, nicht sichtbar. Beim Mann wäre das ja auch noch deutlicher sichtbar dann. Genau, und so haben die sich halt gestritten, ob FKK, Freikörperkultur sittlich ist oder nicht. Sie selbst eben, ne? Sittlich und natürlich. Genau, hier ist nochmal ganz, kann man jetzt schlecht sehen, ne? Aber das war eben ein Raum, eine Familie, ein Raum, eine Familie, hier so ein Küchendings. Ja, ist jetzt nicht so gut zu sehen, aber vielleicht mal so ein, dass das tatsächlich Realität für viele, viele Menschen war.
Genau, deswegen nochmal, Seebad habe ich schon gesagt, genutzt konnte so ein Seebad nur von Artigen, es kostet halt Geld, oder Bürgerinnen, die Geld hatten, die normale Bevölkerung nicht, war aber gleichzeitig auch ausgeschlossen an normalen Seen. Und was denn tatsächlich stattgefunden hat, nur weil es verboten war, das kennt ihr ja selber, wenn irgendwas verboten ist, ob die Leute es nicht trotzdem machen und ob das irgendwen auf so einem mecklenburgischen Dorf interessiert hat, ob im Teich gebadet wurde, nackt oder nicht, das mag ich bezweifeln. Aber das Gesetz halt hat es nicht ermöglicht. Und Arbeiterinnen, Bauern, die konnten natürlich so eine Bäder nicht nutzen. Also da hat ein Jahresgehalt nicht ausgereicht, um da einen Tag zu verbringen, Heiligendamm. Ne? Das ist übrigens ja jetzt geschlossen, das Grand Hotel, aber ich glaube, eine Übernachtung, eine einfache 300 Euro, also es ist heute auch noch ein Problem. Wer kann sich was leisten? Und Badekleidung sozusagen, habe ich ja vorhin gesagt, ne? So ein Ganzkörper-Baumwollanzug, wenn man gerade überhaupt was zum Anziehen hat, war natürlich auch ein Problem. Also... Und vielleicht noch so ein Beispiel für Heiligendamm. Wer mal da war an der Ostseeküste, da kann man sich das auch nochmal angucken. Diese Badekarren, die haben tatsächlich die Leute, weil ja Nackigkeit nicht ging halt nicht, hat man die Leute in so einen Badekarren gepackt und dann ist man mit dem Pferd rückwärts in Wasser rein und dann konnten sie direkt im Seewasser in so einem Karren baden. Also total absurd, ne? Und später hat man dann Badeanstalten errichtet. Jetzt habe ich für Rostock gefunden, 1846, zwei Bereiche für schickliche Leute, also für die Herrschenden dort. Und dann eine für Matrosenjungen und Lehrburschen. Offensichtlich habe ich jetzt geschlussfolgert, sind da Frauen gar nicht vorgesehen. Also dass irgendwie Frauen oder Mädchen baden können, stand da nicht. Jetzt Matrosenjungen, Lehrburschen, habe ich dann eher davon ausgegangen, dass tatsächlich eher so eine männliche Sache war, überhaupt zu baden. Und das Strandleben, so wie wir es heute kennen, so richtig mit stundenlang dran rumliegen, sich sonnen, spielen und sowas, das ist eigentlich erst in der Weimarer Republik entstanden. Da gab es auch nicht mehr das Verbot, das Rumlagern am Strand, ne, sondern da wurde das verallgemeinert. Okay. Genau, dann kommen wir mal zur Weimarer Republik. Der Erste Weltkrieg war zu Ende. Und Sozialdemokraten haben halt regiert, das Vereinsleben, Zensur, alles wurde aufgehoben. Also es gab viele soziale Fortschritte, der 8-Stunden-Tag eingeführt, also auch gerade für breitere Schichten der Bevölkerung. Und das Vereinswesen ist eigentlich in der Weimarer Republik explodiert. Die politische Polizei, also die Überwachung von Vereinen, das Verbieten, was vorher im Kaiserreich noch normal war oder auch im Ersten Weltkrieg sowieso, das war zu Ende und für die FKK-Bewegung halt goldene Jahre, wenn man so will. Die konnten sich frei entfalten, die hatten ein breites Spektrum von Zeitungen und FKK-Bewegung, Lebensreform, habe ich ja vorhin schon gesagt, das ist so ein bisschen die ganze Spannbreite von politischen Richtungen, die es in der Weimarer Republik gab. Ich sag mal von den Kommunisten, Anarchisten bis rüber zu den so über Sozialdemokratenzentrum bis rüber zu den Nazis, hatten auch alle jeweils Anhänger in der FKK-Bewegung. Ne? Also es gab Vereine, die waren halt völkisch organisiert. Da ging es darum, perfekte Körper für die eigene Rasse in Anführungszeichen zu produzieren. Und dann gab es halt die Arbeiter FKK-Vereine, wo es da halt darum ging. Ich habe ja vorhin so die Situation geschildert, ne, so diese Zustände, wenn man sich jetzt vorstellt, Jugendliche, junge Leute in so Kellerlöchern. Und da waren diese FKK-Vereine, zum Beispiel Coole Wampe, da gibt es so einen Motorradclub auch in Berlin, da gibt es im Müggelsee, so ein Zeltplatzareal, wo tatsächlich die Arbeiterinnenbewegung quasi dann ihre jugendlichen Kinder, Arbeiter halt hingeholt haben. Dann haben die sich dort halt nackig baden, schwimmen können. Badehosen oder sowas kann man sich vorstellen, wenn man kaum zu essen hat, war auch eh nicht drin. Deswegen war dieses Nackigsein halt auch ganz praktisch. Und gleichzeitig ist in der Weimarer Republik auch, sind die Kochschulen entstanden. Also es hat nichts, der Typ hieß Koch, Adolf Koch, die haben, das war ein Sozialist und der hat halt so Körperschulen gemacht und da ging es halt darum, er hat halt gesehen, dass die Leute von einseitigen Arbeiten, ne, zum Beispiel bestimmte Körperfehlhaltungen und sowas haben, der hat Gymnastik mit den Arbeiterinnen und Arbeitern gemacht und mit ihren Familien und auch mit Kindern und Jugendlichen zur Körperhaltung und hat auch Gesundheitsberatung und sowas gemacht. Von diesen Körperschulen gab es nachher 13 in Deutschland in der Weimarer Republik und die ganze Gymnastik, die war immer nackig. Also und hat dann auch mit den Leuten Aufführungen gemacht, jeden Sonntag in Berlin in der Schaubühne, nackig Gymnastik. Und das war dann auch eine Werbung für diese Körperschulen und das wurde gut angenommen. Aber es war natürlich alles nicht widerspruchsfrei. Ne? Also es gab sehr viel Kritik auch aus konservativer Seite, aber in der Weimarer Republik eben nicht untersagbar. Konnte also durchgeführt werden. Ja,
Ich mache nochmal ein Beispiel zum am Ende der Weimarer Republik gab es ungefähr 100.000 organisierte FKKlerinnen, FKK-Verbänden. Es gab zwei größere, einen, der sich sozusagen völkisch orientiert hat, wo es darum ging, einen so diesen perfekten Körper mäßig herzustellen, arisch, so ein Nazi-Dachverband, sage ich mal, ganz grob. Und einen zweiten, es gab natürlich auch noch FKK-Vereine, wo es nur um nackig baden ging, um gar nichts anderes, gab es auch schon in der Zeit. Ne? Und einen zweiten großen, da waren halt all die fortschrittlichen und aus der Arbeiterinnenbewegung entstandenen FKK-Vereine organisiert. Diese beiden plus die, sage ich mal, die sich politisch gar nicht einordnen oder wo es nur um nackig sein ging oder um vielleicht noch mehr als nur nackig sein, aber auch in den FKK-Vereinen gehörten, gab es ungefähr 100.000 Leute, die da organisiert waren, eingeschrieben. Und bei diesen, davon schätzt man so, ich habe verschiedene Artikel dazu gelesen, 60.000 bis 70.000 waren halt von diesen Arbeiterinnen-FKK-Vereinen organisiert oder von diesen Körperschulen, von diesem Koch. Genau, vielleicht noch ein Beispiel. Meine Uroma, Elisabeth Burmeister aus Hagenow, die hat mir mal erzählt, dass sie in Schwerin baden war, am Schweriner Außensee, auch keine offizielle Badestelle, aber so, wo man so reingehen kann. Und dann war sie baden mit ihrem Mann und ihrer Tochter. Und daneben war ein Pärchen, was auch baden gehen wollte. Und bevor die gebadet haben, sind die zu meiner Uroma gekommen, haben gefragt, ob es sie stören würde, dass sie im Lichtkleid baden würden. Und meine Oma dachte tatsächlich an irgendein Kleid. Also sie hatte keine Ahnung, was Lichtkleid bedeutet. Ne? Dann haben sie ja später gemerkt, oh, die gehen nackig baden. War jetzt kein Problem, ne? Aber hat sie doch überrascht, dass Lichtkleid nackig ist. Genau. Genau, die Weimarer Republik hat gerade 13 Jahre gehalten. Danach kamen 12 Jahre Faschismus. Und als erstes, ja, im Prinzip gab es, ich habe ja schon gesagt, ein breiteres Spektrum von FKK-Vereinen und zwei Dachorganisationen, die so ein bisschen bedeutender waren, die völkischen und die aus der Arbeiterinnenbewegung. Und die Nazis haben die FKK-Vereine 33 verboten, aber ihre eigenen, also dieser völkische Bund, der wurde erstmal noch geduldet und später in Bund für Leibeszucht gleichgeschaltet. Also wurde von oben organisiert, dass all die Nazi-Vereine quasi eine neue organisatorische Heimat bekommen. Und die durften auch weiter publizieren und die haben erheblich publiziert. Also die haben, die konnten Bücher schreiben, Zeitschriften und haben dann innerhalb der Nazi-Obrigkeit halt versucht, die Spielräume für FKK halt breiter zu machen. Ne? Also erst war es verboten, man durfte nicht mehr nackig draußen, gab Polizeiverordnungen halt, auch nicht an uneinsehlichen Flächen und sowas. Und hier habe ich es schon mal einmal geschrieben, 1942 wurde das Nacktbaden wieder erlaubt, also die völkischen FKK-Befürworter haben das erreicht. Und da sind ganz, ganz, ich lese mal so ein paar Beispiele vor, sind ganz schräge Leute dabei. Richard Ungewitter, das ist so einer der berühmtesten Propagandisten, hat auch viele Texte und Bücher geschrieben, die weit verbreitet waren. Ne? Also während in der Arbeiterinnenbewegung vor allem dieses praktisch viele Menschen teilgenommen haben, FKK gemacht haben, ist bei den Nazis halt das, dass sie auch die Mittel in die Hand bekommen haben, ab 33 Bücher und Zeitschriften zu drucken und konnten halt, warum jetzt immer, das ist auch nochmal so eine Sache, ne, kleiner Einschub, warum jetzt immer Leute, FKK-Zeitungen, die hatten riesen Absätze, auch in der Weimarer Republik und später die Nackig-Bücher, sage ich mal, in der Nazi-Zeit auch, warum die Leute das gelesen haben, ob das nicht so eine Art auch Pornografie war, ne, wo man halt die einzige Möglichkeit legal halt Nackte, andere Nackte anzugucken, ne, das ist dann nochmal eine andere Sache, weil der Umsatz oder die Verbreitung war halt sehr hoch. Richard Ungewitter, 1910, hat geschrieben, in Nacktheit und Kultur, würde jedes deutsche Weib öfter einen nackten germanischen Mann sehen, so würden nicht so viele exotischen fremden Rassen nachlaufen. Aus Gründen der gesunden Zuchtwahl fordere ich deshalb die Nacktkultur, damit Starke und Gesunde sich paaren, Schwächlinge aber nicht zur Vermehrung kommen. Das ist halt diese Ideologie, ne? Also man sieht sozusagen den anderen Körper und es gibt halt den guten und den schlechten Körper sozusagen aus Nazi-Sicht. Und auch antisemitisch war das auch verpackt, weil die Juden, die beschnitten waren, dadurch sichtbar waren. Also auch der Gedanke, da haben die ganz offen alles erzählt. Und das schon 1910, also das war Programm und das konnte sich nachher dann 1933 ausleben. Ja, noch ein Beispiel? Nee. Vielleicht mal, das ist jetzt hier die deutsche Leibeszuchtblätter für naturnahe und arteigene Lebensgestaltung. Ne? Das sind dann so Zeitungen, die da rauskamen. Da gibt es auch ein Buch durch, wo noch ein bisschen mehr darüber steht. Genau, der
Die Nazis waren 12 Jahre an der Macht. Ihr kennt die Ergebnisse, die weltweiten Zerstörungen, die Millionen Tote. Und am Ende, am 8. Mai 1945, waren die Alliierten im Osten hier die sowjetische Armee und im Westen die Amerikaner, die Engländer und die Franzosen. Und so ging die Geschichte ein bisschen getrennter weiter. 1945 in Westdeutschland, Wiedergründung von FKK-Verein und auch aktive Nazis, die auch in dem Bund für Leibeszucht aktiv waren, konnten da normal weitermachen. Also es gab keine breite Entnazifizierung. Es gab eine, aber eben nicht so breit, dass Vereinsengagement da oder so nicht weitergehen könnte. Auch der Adolf Koch, der diese Körperkulturschulen gemacht hat, hat wieder angefangen damit. Und dennoch im Rahmen der Adenauer-Zeit war das gesellschaftliche Klima enorm konservativ. Ne? Also es ging nachher so weit, dass 1953 auch FKK-Zeitschriften verboten waren, die selbst in der Weimarer Republik problemlos bestehen konnten. Und das bei offiziell in der Verfassung, Pressefreiheit und so weiter. Ne? Und ja, dieser Adolf Koch, auch diese Körperkulturschulen, die sind halt auch eingegangen, letztlich auch an diesem Klima. Also es war enorm konservativ, nackt war mehr und mehr ein Tabu, mehr als in der Weimarer Republik. Und ne, selbst Zeitungen, wo sozusagen nackte Erwachsene in der Natur nicht abgebildet sein durften, das muss man sich vorstellen, 53 verboten wegen Jugendgefährdung. Ne? Also das war so dieser Zeitgeist. Das gab es natürlich, diesen Zeitgeist gab es natürlich auch in der DDR. Und dazu kommen wir aber gleich. Und denn die 68er, ich habe das jetzt mal alles ein bisschen kurz gemacht, in den 68ern war dann alles anders, auch in der Bundesrepublik. Ne? Die freie Sexualität, das sind alles so Begriffe, die in der Zeit aufkamen und die Möglichkeiten enorm erweitert haben. Also einerseits politisch, die ganze Protestbewegung und dass Sexualität ganz anders angeguckt worden ist als vorher. Das hat sich dann auch auf die rechtlichen Regelungen gelegt. Also Nackigkeit in der Öffentlichkeit kam einfach öfter vor und die Zeitschriften wurden wieder zugelassen. Es gab Filme, also Nackigkeit an sich sozusagen war in Kultur, Kunst und in der Öffentlichkeit dann ganz anders möglich als in den Jahren davor. Und das kann man vielleicht auch nochmal sehen, so der letzte Hinweis da, dass je mehr die Verbote weggingen, desto eher ging auch die Organisierung der FKK-Bewegung zurück. Also je mehr es erlaubt war, desto weniger Menschen haben sich in FKK-Vereinen organisiert. Und jetzt vielleicht mal zur DDR. In der DDR gab es natürlich auch, die Menschen waren ja nach 1945 dort auch nicht viel anders als im Westen, hatten die gleiche Geschichte hinter sich. Es gab auch eine Entnazifizierung, vielleicht ein bisschen deutlicher als in Westdeutschland. Aber letztlich gab es auch da Gegner des FKKs und anders als in Westdeutschland konnten sich die FKK-Vereine dort nicht gründen. Also Organisierungen in Ostdeutschland nach dem Zweiten Weltkrieg in der sowjetischen Besatzungszone, dann der jungen DDR, war eigentlich immer staatlich zugelassen oder eben dann nicht. Das Komische war aber, dass es diese Vereine ja trotzdem noch, oder diese Gruppen, diese FKK-Gruppen ja trotzdem noch gab. Die waren dann nicht als Verein organisiert, aber die hatten nach wie vor dieses Gelände und haben dann einfach alles weitergemacht. Die waren dann kein Verein mehr und trotzdem haben sie sich nackig getroffen zum Baden und weiß ich was, ne? Muss ich auch nochmal dazu sagen, habe ich noch gar nicht. Ne? FKK heißt nicht nur nackig baden oder so. Ne? Freikörperkultur kann vieles sein. Ne? Das kann nackig wandern sein, das kann also immer in der Öffentlichkeit nackig wandern, nackig Radfahren, nackig durch die Gegend gehen. Also zu der Zeit gab es ja ein Problem, weil die Leute zum Beispiel nackig vom Strand, gerade auf dem Darß war das üblich, in die Kaufhalle gegangen sind, ne? Also Supermarkt. Und dann gab es halt wieder Leute, die sagten, ja, irgendwo ist doch auch mal Schluss. Ne? Also dann gab es dann da wieder Probleme sozusagen. Nackig einkaufen, für andere war das dann normal und andere haben sich dann aufgeregt. Und dann gab es so auch Schilder, bitte mit Badekleidung einkaufen oder so. Und genau, dann gab es so eine Standardfloskel hier, dass der Innenminister, der meinte, FKK sei gefährliches Sektierertum und Ausdrucksform imperialistischer Dekadenz. Das mit der Floskel hat man im Kultur- und im Kunstbereich und überall alles Mögliche. Was das nun genau bedeutet und ob das ist eine, so eine, nur eine Floskel sozusagen, mit der man alles Unliebsame, hat man gesagt, das ist westlich verbieten oder untersagen wollte. Hätte man auch zu den Beatles sagen können später, da wurde wahrscheinlich auch ähnliche Sprüche gemacht, als man die nicht im Osten hören wollte. Aber auch innerhalb der SED gab es natürlich SED-Politiker und auch Künstler, auch Wissenschaftler und andere, jetzt sag mal jetzt Intelligenz- und Kunstleute, die nach wie vor nackig baden waren, das total blöd fanden, dieses Verbot, und dann auch versucht haben, dass das geändert wird.
Und so kam es dann auch. Erlaubt wurde es 1956 wieder erst an der Ostsee und dann im ganzen Land. Also alle Gemeinden konnten an den Stränden halt einteilen, FKK-Bereiche zuteilen. Und letztlich ist man der Bevölkerung gefolgt, weil man hat versucht, das zu unterbinden und zu unterdrücken, und das hat aber nicht geklappt. Es wurden immer mehr Leute, die nackig baden waren, immer mehr Bereiche, und letztlich hat man die FKK-Bereiche so ein bisschen da angepasst, wo die Leute das auch gemacht haben. Oft waren die FKK-Strände auch heute noch manchmal, wenn ihr mal gucken fahrt, die schöneren Strände. Ne? Also es lohnt sich doppelt. Ich selber mache ja auch FKK, und vielleicht habt ihr schon gemerkt, ich finde das gut, dass das Leute machen und dass diese Tradition beibehalten wird. Also die schöneren Strände sind oft, weil sie abgelegener, naturnah sind, die FKK-Strände. Man hat dann auch Studien gemacht, weil es immer diesen Vorwurf gab, dass seien Intelligenz und Künstler, die den FKK machen. Auch in der DDR gab es Studien, die wurden aber nie veröffentlicht. Das war dann immer nur partei- oder gesellschaftsintern geguckt und nicht für die Bevölkerung. Und da waren über 50% der FKKler und FKKlerinnen waren Arbeiterinnen. Das war dann auch nochmal eine Beruhigung für die Führung, dass gesagt worden ist, hier, das machen ja auch die Werktätigen, also die normale Bevölkerung. Das ist jetzt nicht so ein Künstler- oder intellektuellen Ding. Genau, das breitete sich immer weiter auf, und so bin ich auch dann groß geworden. Also das in den 80er Jahren ganz normal, meine Eltern, das war auch praktisch. Es gab dann auch, ne, gab schon im 19. Jahrhundert kam das Argument Gesundheit. Ne, man kann sich vorstellen, mit so einem Baumwollanzug in 16, 17, 18 Grad kaltes Wasser umziehen, kompliziert. Man rennt ewig mit diesen nassen Klamotten rum. Das ist gesundheitlich halt auch nicht richtig. Man möglichst schnell umziehen, sagen Eltern ja auch. Ne? Wenn man aber gar nichts hat, die Haut trocknet relativ schnell ab. Badehose kann man nicht vergessen, man kann nicht krank werden. Das hat auch viele praktische Vorteile sozusagen gehabt. Ne? Und ja, auch an den Seen gab es FKK. Ich kann das mal so ein Beispiel machen. Also es gab dann zu DDR-Zeiten, der eine geht auch rum, gab es halt auch so FKK-Broschüren, weil es immer mehr Anhänger und Anhängerinnen gab. Hier sind so einige aufgezählt, aber es gibt viel mehr. Also im gesamten DDR-Gebiet gab es diese FKK-Strände, und das war halt so eine Art Touristikbroschüre, wo man denn nun hingehen kann und wo nicht. Und was man beim FKK, was aber eigentlich ein anderes Thema ist, was wir heute nicht diskutieren kann, ist halt, welches Körperbild wird auch da vermittelt, auch heute noch. Ne? Also in der Arbeiterinnenbewegung war es ja eigentlich so, jeder Körper ist gut, alle Körper sind willkommen sozusagen. Ne? Aber ich kenne das auch aus DDR-Zeiten, ne? Guck mal, wie dick ist die oder sowas, ne? Das ist schon. Wenn man aber so ein, weiß ich, in Rostock war eine Münder am FKK ist, sieht man aber tatsächlich auch alle Körper. Und ich hatte mal in einer Veranstaltung war mal jemand, der hatte erzählt, dass er psychologisch ein Problem hat. Heute werden ja viele junge Leute nur mit Pornos groß, ne? Und denken, wenn sie also nackte Körper als Ganzes sehen, entweder im nächsten Familienkreis, wenn überhaupt, oder dann eben im Internet über Pornografie einen ganzen nackten Körper sehen sozusagen, in Bewegung, und denken, so sind Körper. Und wenn diese Vorstellung halt tausendfach geguckt jedes Jahr sozusagen in so jungen Leuten reinkommt, dann entsteht manchmal ein Problem mit der, wie sieht eigentlich mein Körper aus, ne? Und wie ist das, was ich da sehe? Pornografie, das ist natürlich nichts Echtes, das sind alles ausgesuchte Menschen, nachretuschiert und so weiter, hat mit Realität wenig zu tun. Und wenn man dann mal in die Sauna geht oder einen FKK-Strand und echte Menschen sieht, dann sieht man, dass der eigene Körper vielleicht gar nicht so verkehrt ist, ne? Und der war dann zum Psychologen gegangen, und der meinte auch, hier, gehen Sie mal in die Sauna, probieren Sie es auch, gucken Sie sich einfach mal Leute an, wie die in echt aussehen. Ne? Hat er auch gemacht, hat auch geholfen. Und seitdem ist er auch nachher FKK-Gänger geworden. Also der, für den war das halt psychologisch auch gut. Ne? Ja, jetzt sind wir schon am Ende. Hier war noch ein Punkt. Genau, nach der Wende. Das ist immer so ein bisschen widersprüchlich. Ich habe den Touristikverband hier Mecklenburg-Vorpommern angeschrieben. Die meinten, dass die Anzahl der FKK-Strände seit der Wende bis heute gleich geblieben ist. Ne? Nun muss man aber gucken, dass, was ich eben schon meinte, dass die FKK-Strände oft an das Verhalten der Leute angepasst worden sind. Und oft gab es ganz viel Mischstrände. Also wo alle machen konnten, was sie wollten. Ne? Und keiner hat sich so richtig an diese Schilder gehalten. Und heute wird sich eher an die Schilder gehalten. Das kann man vielleicht sagen. Und nach der Wende gab es auch ganz komische Sachen. Also in Rostock war ich dann in Warnemünde baden mit Freundinnen auch, die dann oben ohne hatten, was auch normal war, aber sonst angezogen. Und dann kam halt so ein Sicherheitsdienst, ne, so richtig mit Uniform, und hat dann die Freundin da von mir darauf hingewiesen, dass man oben ohne hier nicht erlaubt sei. Ne? Das ist also ein komisches Verhältnis. Weiß ich nicht, ob das heute immer noch so ist. Wir sind jetzt immer da, wo man auch nackig baden kann. Keine Ahnung. Aber sowas gab es halt vorher nicht. Und es gab auch Berichte, dass sich Touristen halt, die das nicht kannten, beschwert haben bei Kultur, Verwaltungen vor Ort, dass dort und dort Nackte seien und dass sie das stört.
Vielleicht noch, wir nähern uns langsam Schluss, ist ja auch schon, wir sind schon ganz schön weit wieder hier mit der Zeit. Nacktheit an Gewässern, also ne, wenn ihr nackig baden wollt, könnt ihr das einfach machen. Also in der Bundesrepublik ist das jetzt erlaubt, überall. Und wenn man am Wasser ist, kann nichts passieren. Es gibt kein Gesetz, was Nacktheit ein. Theoretisch dürfte man auch im Kaufhof nackig einkaufen gehen und so weiter. Aber es gibt halt das allgemeine Sicherheit- und Ordnungsgesetze der Länder. Und da sagt man immer, da gibt es immer so Allgemeinklauseln drin. Also es ist nicht direkt verboten, sondern das, was den normalen Menschen seinen Anstand verletzen könnte, was ihn stören könnte, was das Sittlichkeitsgefühl der Durchschnittsbevölkerung stören könnte. Das ist natürlich völlig schwammig, weil Menschen ja alle stören kann, ne? Und laute Musik und so weiter. Und deswegen gibt es so eine Regel an Gewässern. Es ist kein Problem, wenn man nicht beobachtet wird, zum Beispiel in uneinsehbaren Stellen, durch den Wald wandert oder sowas, ist es auch kein Problem. Aber es gab zum Beispiel so einen Jogger, das habe ich gelesen in Köln, der Psychologe, der immer nackig joggen war. Und jedes Mal hat die Polizei ihn angehalten, hat wegen Sicherheit und Ordnungsgesetz ihn einkassiert, also auf die Wache genommen, Personalien aufgenommen und eine Ordnungswidrigkeit, irgendeine Strafe muss er dann bezahlen. Ne? Und er hat dann gesagt, naja, es gibt doch kein Gesetz, woher nehmen Sie das? Ne? Und ist dann vor Gericht gegangen, hat dagegen geklagt und wollte vom Richter genau wissen, wo ist denn nun die Grenze? Was darf zu sehen sein und was nicht? Und da hat das Gericht entschieden in Köln, das ist ja, ne, wie gesagt, das ist nicht das, kein Bundesgericht gewesen, aber da gilt, der hat dann quasi, der Hoden muss bedeckt sein jetzt beim Mann und der Penis. Und dann hat er immer so eine kleine Socke genommen und hat die Socke über den Penis und den Hoden gemacht und ist dann nach wie vor nackig joggen gegangen. Das war okay. Das ist also rechtlich jetzt rechtlich die Grenze in der Bundesrepublik. Vielleicht hat sich das aber auch entwickelt. Ne? Ihr könnt es ausprobieren und gucken, was passiert. Es ist rechtlich relativ harmlos. Meistens gibt es einen Platzverweis kostenlos, dass die Polizei sagt, wenn du nackig irgendwo rumläufst mit Freunden, ist, also habe ich noch nie gemacht, aber Platzverweis, ne, hauen sie ab hier. Okay, dann habe ich noch mal ein paar Bilder. Das ist noch mal, ich war hier, gibt es ja ganz viele Seen auch, ne, die Feldberger Seen auch, Seenplatte. Und da habe ich dann einmal gesehen, liebe Naturfreunde, Ihnen zur Kenntnis möchte ich darauf hinweisen, dass an dieser Stelle das Kröselin, das so heißt der See, seit am 21.06.1928 Freikörperkultur betrieben wird. Diese möchten wir uns auch heute noch erhalten. Also ne, da wirbt die FKK-Bewegung oder die Enkel, wie es da steht, dafür, dass man das beachtet. Das heißt nicht, dass man muss, aber dass man damit rechnen muss, dass da nackige Leute rumlaufen und gleichzeitig gibt es das auch, ne, Richtung politischer Protest oder so. Hier ist so eine Fahrradbewegung in 50. Es gibt den Weltnacktradlertag. Da ging es um ökologische Verkehrsmittel. Wurde in 50 Städten gemacht, aber in Leipzig zum Beispiel 2014 verboten. Ne? Also auch das passiert. In Leipzig darf man nicht nackig Radfahren. Und Nacktheit und Protest habe ich auch nochmal. Das wird als Medienaufmerksamkeit zu erzeugen. Kann man sich das auch nochmal angucken. Man schätzt, in der Bundesrepublik, habe ich nochmal gelesen, in so einem Interview, dass ungefähr 10 Millionen Deutsche FKK machen. Und tatsächlich ist das, wenn man, ich habe auch nochmal geguckt, weltweit und so, es ist schon so ein Zentrum der FKK-Bewegung hier. Und es gibt, ist jetzt so eine These, die auch vielleicht nicht stimmt, aber zum Beispiel in Jugoslawien gab es auch eine FKK-Bewegung, also wo das Christentum so ein bisschen im Hintergrund war und nicht so ganz vorneweg, da war FKK leichter möglich. Für die Sowjetunion zum Beispiel stimmt das nicht. Da ist auch FKK total verpönt gewesen. Oder heutiges Russland, Weißrussland, Ukraine. Die waren ja nun nicht christlich in der Zeit, aber war Nacktheit auch verpönt. Aber so Tschechoslowakei, Tschechien, Slowakei, Ostdeutschland, Westdeutschland gab es ja auch eine, oder gibt es auch FKK-Möglichkeiten, viele. Frankreich, ja. Will ich noch was sagen? Auch für die Bundeskanzlerin, ne, wer im Internet guckt, auch Frau Merkel ist Nacktbaderin gewesen zu DDR-Zeiten. Gibt auch Bilder davon. Ich weiß nicht, ob es sie noch gibt. Ein Kumpel hat eins davon. Also, genau, was ich noch einmal sagen wollte ist, vielleicht als letztes, dieses Problem mit den normierten Körpern, ne, was man aus Werbung und Pornografie, das wäre ein extra Thema. Ne? Das spielt natürlich alles bei FKK. In der ganzen Geschichte kann man sich ja durchziehen, welche Körper, ne? Wie sieht ein Körper aus, was ist gut, was ist zeigbar und sowas. Ne? Das spielt da immer eine Rolle. Ne? Wer zieht sich als erstes aus, wenn irgendwo was nackig ist oder sowas. Ne? Aber wie gesagt, das Beispiel Sauna oder die allgemeinen FKK-Strände an den Seen, da kann man schon, dass das gut ist, dass alle Menschen nackig sein können, egal wie sie halt aussehen, ne? Und man sich da wohlfühlen kann. Ja, so viel habe ich mitgebracht. Die Zeit ist vorbei.
Jetzt würde ich mich freuen, wenn ihr auch Fragen oder eigene Geschichten habt. Wir haben, glaube ich, noch 5 Minuten oder so. Ja? Okay. Ja. Ja, danke. Hier war irgendwo, ihr meintet, ihr habt ein Mikro oder so, ne? Ah ja, okay. Geht nicht? Brauer. Ja, hallo, ich bin Esther. Ging es bei der Freikörperkultur komplett nur ums Nacktsein oder hat man sich auch im Winter angezogen getroffen? Oder wenn es kalt war? Oder ging es wirklich nur darum, nackt zu sein? Oder? Die Nacktheit war wirklich ein Fokus oder ist auch ein Fokus, ne? Und natürlich heute ist es meistens, wenn die Temperatur stimmt, aber die haben sich dann einfach in Räumen getroffen, ne? So wie in den Körperkulturschulen war das halt erhitzt warme Räume, wo man dann nackig war oder auch in Privatwohnungen, als das noch nicht möglich war, ne? Okay. Ja, gern. Wie ist denn das so im Ausland? Gibt es auch diese Bewegungen? Okay. Jo, ich bin der Erik. Wie ist denn das im Ausland mit der FKK-Bewegung? Gibt es auch Länge? Gibt es auch eigene Vereine? Na, also weiß ich auch nur Einzelbeispiele oder so. Es war zum Beispiel in Spanien gibt es auch FKK-Bewegungen und FKK-Strände, aber auch in linken oder in anarchistischen Kreisen, obwohl da das eigentlich in auch eine Heimat hat, sage ich mal. Ne? Es ist auch nicht so verbreitet gewesen. Und da gibt es FKK schon eigentlich in vielen, auch in Italien, auch in Jugoslawien. Ich war in Split oder oben auch in Slowenien, da gibt es auch FKK-Bereiche. Also ist schon weiter verbreitet heutzutage. Ich weiß aber auch von Freundinnen, wir waren halt durch Brasilien gefahren und da war halt dunkel, da war nackig baden gewesen. Und wo nochmal die Leute aus dem Dorf gesagt haben, Leute, tut das nicht. Das wird als, es ist höchst gefährlich, ne? Gerade auch für Frauen, es wird als sexuell wahrgenommen und dass man Sexualität will und das kann sonst was passieren. Die haben nochmal gesagt, auch nicht im Dunkeln, auch wenn ihr denkt, ihr seid unbeobachtet, tut das nicht. Also die hatten richtig Schiss gehabt. Sind aber jetzt auch nur eine einzelne Geschichte, ne? Kann ich nicht sagen. Vielleicht auch eigene Erlebnisse? Ja. Ja, hallo, ich hier deiner rechten Seite. Wo? Ja, da, ich winke. Ach da, okay. Ja, hallo. Ja, hallo, ich heiße okay. Firas. Und jetzt, ich weiß gar nicht, ob das wirklich eine Frage ist, so, also jetzt auch nochmal so im Zuge, wir bewegen uns ja aktiv in der Zeit der Gleichberechtigung von Mann und Frau, Gleichwertigkeit, aber wo ich merke, dass wir dennoch sehr unterschiedlich sind. Jetzt will ich einfach mal sagen, so, dass ich als Mann, und ich kenne es auch aus einigen Männergruppen, in denen ich arbeite, wir Männer, unsere Sexualität, wann wir eine Frau attraktiv finden und einen Impuls haben, sexuell mit ihr in Kontakt zu gehen, doch auch sehr viel optisch läuft und dass ich den Eindruck habe, dass Frauen da anders reagieren. Also wenn ich jetzt sehr viele nackte Frauen sehe, du hattest es vorher auch gesagt, auf, wenn man was anhat oder so, dann wird es vielleicht auch eher noch verstärkt. Also wenn ich hier auf die Tanzfläche gehe, ich werde permanent sexuell gereizt von der wunderschönen Weiblichkeit und wenn ich jetzt nackt bin, ich finde die Form der Weiblichkeit schön und das triggert mich sexuell sehr stark. Also kannst du da ein bisschen was erzählen aus der FKK-Kultur früher oder vielleicht auch heute, dass Männer und Frauen unterschiedliche Reize brauchen, um sich sexuell vielleicht dem anderen Geschlecht zuwenden zu wollen? Oha. Habe ich, also ehrlich gesagt, da habe ich da noch gar keine Gedanken mir zugemacht, ob das, ob vielleicht noch kurz sagen, so ich habe mal einen schönen Satz gehört, Männer sind Augentiere und Frauen Ohrentiere und ich muss, oh Gott, jetzt bitte, ich habe das nur gehört, ja, und wo ich jetzt einfach sagen will oder so, mir reicht es manchmal, eine Frau nackt zu sehen, um sie sexuell näher kennenlernen zu wollen. Aha. Und also, deswegen, ich weiß nicht, ob es wirklich eine Frage ist, vielleicht will ich das einfach auch nur teilen, dass mir der Austausch zu diesem Thema, dass der mich interessiert. Na, also letztlich muss es muss auf jeden Fall Unterschiede geben, aber da weiß ich wenig zu, weil zum Beispiel wird die nicht bedeckte Brust ja auch unterschiedlich wahrgenommen. Ne? Die Brust der Frau wird für überwiegende Mehrheit der Bevölkerung sexuell konnotiert, nehmen das als sexuell wahr, ja. Während die Männerbrust irgendwie, ich meine bei Schwulen wäre es vielleicht auch nochmal anders oder so, aber oder man kann sexuell ja alles wahrnehmen. Ne? Also wer so ein bisschen Erfahrung hat mit Sexualität, ein Ohr kann sexuell sein, manche Leute...
Naja, es gibt ja No Shirt, No Service hier auf der Fusion. Also ich musste mich schon auch mal mit einem T-Shirt bedecken. Mhm. Ja, vielleicht ist das eine andere Auseinandersetzung, wo man nochmal einen anderen Raum für braucht hier. Ja, ich würde immer eher werben dafür tatsächlich, dass alle Körper nackig sein können. Ne? Dass eine nackte Brust oder auch ein nackter Körper nicht bedeutet, dass man irgendwas will, Sexualität oder so. Aber wie diese Bedingungen sein müssen und wie man da hinkommt. Ne? Ich finde immer T-Shirt an und alles verdecken ist nicht der richtige Weg, weil es schon 100 Jahre gedauert hat, überhaupt hierher zu kommen, dass man hier straffrei baden kann, nackig. Ne? Ja. Und da will ich gerne auch nicht zurück, nicht hinter zurückfallen sozusagen. Ja, danke. Noch, hier war noch mehr, ne? Ja, hier ist die nächste Frage. Wo? Ach da, okay. Es ist keine Frage, sondern ich wollte ergänzen ja. zu der Frage, das Ausland betreffend. Ich weiß relativ viel von Frankreich, da läuft es aber eben unter dem Begriff Naturisten oder Nudisten. Also es gibt relativ viele Campingplätze in Frankreich, wo also die reine Nudisten oder Naturisten Campingplätze sind. Ah, cool, danke. Hallo, ich habe eine Frage. Hallo. Hier. Ah, da, okay. Hallo. Du hast gesagt, dass die Vorreiter der FKK-Kultur dachten, dass wenn man ganz nackt ist, dann ist es von der Sexualität entkoppelt. Dann ist es weniger sexuell, als wenn man Kleidung trägt. Ja. Zugleich hatten die FKK-Zeitschriften aber riesige Absätze, selbst in der Nazi-Zeit. Aus Gründen, die du auch kurz erwähnt hast. Offenbar war das eine Art Pornografie für viele Menschen. Was hat die FKK-Vorreiter zu der Annahme geleitet, dass deren Kultur quasi von der Sexualität entkoppelt ist in dem Fall? Ich glaube, ein Hauptgrund war tatsächlich der politische Druck. Also es gab natürlich Druck, den FKK nicht zuzulassen, ne? Das Nackigsein sozusagen verbieten. Und gerade immer mit dem Hinweis, dass nackiger Körper vor allem sexueller Körper ist und dass das was Unsittliches sei, ne? Dass der sich der Sexualität anbietet sozusagen, ne? Und um den Verdacht von vornherein aufzuräumen, haben die abstrusten Konstruktionen gewählt, um dann nicht in diese Ecke zu kommen. Ne? Also sie haben das total tabuisiert, haben zum Teil auch sehr aufgepasst. Also die Regelwerke und Satzungen von FKK-Vereinen waren sehr, sehr streng in diese. Es war nicht möglich, zum Beispiel, wenn ein sexuell erregter Mann dort aufgetaucht wäre, es wird nicht funktionieren. Den hat man rausgeschmissen. Ne? Ob das denn bei jedem FKK-Fall, weiß ich nicht. Aber ich habe halt diese Satzung gelesen und da war das absolut, ne, ausgeschlossen. Man hat sich da sehr von distanziert. Ich glaube, um da voranzukommen. Damit nackig sein in der Öffentlichkeit halt, damit weniger Gegenargumente auf der Gegenseite war. Nicht, weil die wirklich alle davon überzeugt waren. Das kann ich mir nicht vorstellen. Hallo? Ja. Ich würde dazu gerne noch sagen, dass ich genau diese Wahrnehmung selber auch gemacht habe, also diese Erfahrung. Ich bin auch am FKK-Stadt groß geworden und es hat eigentlich wenig mit Sexualität für mich zu tun. So, wenn ich am normalen Strand bin oder am Textilstrand bin, ich mich auch unwohl fühle, mich auszuziehen. Und wenn ich weiß, es gibt einen separaten FKK-Bereich, dass ich auf jeden Fall versuche, dorthin zu gehen, bevor ich mich ausziehe und dann baden gehe und irgendwie da auch anders angetriggert werde, als wenn ich ganz normal am Strand bin und dort alle Altersgruppen nackt rumlaufen und das für mich auf jeden Fall keinen sexuellen Kontext in irgendeiner Art und Weise hat und ich auch deutlich weniger Erregung dann spüre, als wenn ich dieses, oh, darf ich da hingucken oder sowas schon total, da geht es bei mir dann los so oder irgendwie. Und genau, also ich würde das unterschreiben aus eigener Erfahrung einfach. Mhm. Genau, aber diese Menschen sind ja vielleicht nicht am FKK-Strand groß geworden oder beziehungsweise haben dort gelebt und das als Normalität erfahren. Also genau, was er gesagt hatte, war, dass dieser Absatz trotzdem sehr groß war und deswegen meinte ich, dass genau diese Menschen diese Erfahrung vielleicht nicht gemacht haben, dass, dass Nacktheit was Normales sein kann und das nicht sexuell aufgeladen ist dann. Genau. Ein Bekannter aus Tunesien meinte auch genau diese Richtung, dass dort Frauen ja sehr, also üblicherweise kann man ja immer sagen, ne, aber er meinte halt, sind ja alle recht zu, sieht man wenig Haut und dass er am Anfang hier, als er in Europa war, es schon auch sexuelle Auswirkungen auf ihn hatte. Das geht dann zwar schnell weg, aber er meinte, das ist schon nicht ohne gewesen. Denn plötzlich, aber das nicht nackig, sondern nur ein paar bisschen mehr Haut als normal. Ne? Also insofern kann Kleidung auch den Körper sehr sexuell machen, obwohl er gar nicht nackig ist. Was bin ich jetzt? Okay, ich habe eine Theorie, wo ich gerne hören möchte, was du dazu zu sagen hast. Ja. Und das erste ist ein bisschen eine Antwort darauf, was gerade über Sex und Nackigkeit oder
vorher gesagt wurde. Und meine Theorie lautet, dass je mehr die Sexkultur da ist, dass man nur erregt wird, wenn der andere auch erregt ist, also dass man, ich nenne es Ja-Kultur oder Sex-Positivism, also je stärker das im Bild ist, dass je mehr können Leute sich ausziehen, ohne dass es unbedingt sexuell sein muss. Macht das Sinn? Ich finde so spontan total, ja. Ja, das war da die eine Gedanke. Und mein größter Problem mit Freikörperkultur ist, dass ich habe Angst, dass davon Bilder genommen wird und auf dem Internet gelegt. Und ich glaube, das ist für mich die größte Herausforderung für die Freikörperkultur in die Zukunft. So, das war mal so eine zwei Fragen. Ja, würde ich auch sagen, ist tatsächlich ein Hemmnis sozusagen. Es gibt jetzt auch einige, weiß ich, im Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern nochmal aufzuklären zu Verhalten am FKK-Stand, dass man eben keine Fotos macht, ne, weil die ja sofort bei Facebook sonst wo sein können. Das geht ganz schnell. Ja, ich habe eine Geschichte. Und zwar hat mich vor Jahren auf der Fusion mal sehr inspiriert, als ich in einem Pizzastand eine Lady gesehen habe, die da oben ohne gearbeitet hat. So ganz normal, es war natürlich sehr heiß und sie hat einfach nur da gearbeitet, ne? Es hat ja nichts mit Zeigen zu tun. Und es hat mich sehr inspiriert, bei meinem eigenen Festivalaufbau auch oben ohne zu arbeiten. Und ich glaube, das wäre auch mal wichtig, dass die Frauen es einfach mal oben ohne zeigen, einfach weil es heiß ist und weil man gar nichts tragen braucht, dass sich die Männer da mehr dran gewöhnen. Ja. Aber auch die Frauen, ja, und es ist halt schon noch, ja. Ja, das war auch noch so ein Beispiel, was ich einmal in so einer Diskussionsrunde hatte, da auch jemand, der noch nie am FKK war, der kam aus Polen ursprünglich in seinen Freundeskreis hier, der war dann aber immer zu einer Ostsee nackig baden und für ihn war das undenkbar vorher gewesen, eine Woche vorher. Dann war er aber da, die haben auch gar nicht darüber geredet und dann hat er das auch gemacht und er meinte, nach dem dritten Mal war es so normal, dass er sich das hätte niemals vorher vorstellen können, dass das so normal werden kann. Also in so kurzer Zeit auch, ne? Das fand ich auch nochmal beeindruckend, wie schnell man, was man eigentlich totales Tabu ist. Und fand ich auch so für Gesellschaftsveränderungen ganz hoffnungsvoll. Ne? Wenn man so eine Meinung innerhalb so kurzer Zeit so schnell ändern kann durch eine Erfahrung, ne, dann können wir in anderen gesellschaftlichen Fragen vielleicht auch schneller vorankommen, als wir glauben. Manchmal. Ja, hier, hallo, ich bin Xenia. Also eigentlich ist es nur eine Geschichte. Ich bin in Rostock aufgewachsen, auch mit FKK. Das war ganz normal für uns als Familie. Und dann habe ich auch natürlich jetzt im Alter mit meiner Mutter darüber geredet, wie das für sie damals war bei der Wende, was dann da passiert ist. Ja. Und es war wohl tatsächlich auffällig, dass nachdem die Mauer weg war und dann mehr Westtourismus auch kam, oft viele einzelne Männer kamen, auch mit Kameras. Ja. Und es war auch eine Weile sehr, sehr unangenehm, was, glaube ich, dazu geführt hat, dass tatsächlich mehr Bikinis aufgetaucht sind bei uns am Strand. Und ja, aber die einzelnen Männer gehen langsam weg. Die sieht man nicht mehr. Aber es ist tatsächlich ein unangenehmer Faktor gewesen am Anfang. Ja. Okay, wir haben jetzt noch zwei letzte Fragen. Einmal hier. Nee, ich wollte auch nur kurz noch eine Geschichte erzählen aus Kroatien. Also ich war dort mal im Sommerurlaub unten, auch am Mittelmeer. Und da war das auffällig, dass am Strand auch sehr viele Frauen oben ohne rumgelaufen sind. Auch das, was du eben erzählt hast. Ne? Und ich habe mich ein paar Tage wirklich nicht getraut, habe mir Gedanken gemacht und habe es dann trotzdem gemacht. Und lag dann da, wir waren auch mit einer Freundesgruppe da. Und im ersten Moment war das richtig komisch, weil alle Jungs total draufgestarrt haben. Ne? So erstmal richtig irritiert waren. Und dann war es aber irgendwann auch okay. Und ich habe mich aber am Anfang sehr unwohl gefühlt. Und das muss man dann, glaube ich, auch erstmal überwinden in so einem Moment. Ja. Okay, hallo, ich bin rechts von dir, hi. Okay. Ich finde es total wunderbar, dass wir eigentlich hier gerade mal versuchen, überhaupt auch immer so eine Sprache zu entwickeln. Wir merken, obwohl wir uns hier bewegen, können wir eigentlich gar nicht so frei darüber reden, wie wir vielleicht auch gerne wollten. Und diese ganzen sexpositiven Kommentare, die gekommen sind, finde ich auch irgendwie einfach wunderbar. Und ich will jetzt hier gar nicht so den sagt man so, jetzt einen negativen Punkt reinbringen, aber was mich einfach ein bisschen gewundert hat, ist, du hast diese Geschichte toll dargestellt und da könnte man sicherlich noch zu vielen Sachen viel mehr sagen, aber über das Thema der NS-Zeit und wie da nackt eigentlich benutzt wurde auch, hast du eigentlich so gut wie gar nichts gesagt. Mhm. Also in der Südukraine wurden die Frauen die Haare geschoren von deutschen Soldaten, die Kleider vom Leib gerissen und halt nackt, halbnackt
durch die Stadt getrieben und das war das erste Zeichen, okay, es geht los mit den Vergewaltigungen. Kannst du da vielleicht einfach nochmal so vielleicht was zu sagen, weil oder vielleicht war es nicht Teil deines Vortrags, ich weiß nicht. Na, ich würde sagen, die FKK-Bewegung selber sozusagen hat, auf die ich mich jetzt beziehe, hat damit auch was zu tun, indem sie zum Beispiel, ne, was ich schon meinte, diese völkischen Vereine und so genau diese Ideologie halt nach vorne gestellt hat. Ne? Ich weiß jetzt nicht, dass Zwangsprostitution selber... Es geht nicht um die Zwangsprostitution, sondern es geht um den Moment, wie Nacktheit bewusst genutzt wurde. Aha. Und diese zahlreichen Leute, die bis in die 30er Jahre in den ganzen FKK-Vereinen waren, die sind spätestens 10 Jahre losgezogen mit deutschen Polizeitruppen und haben Sexualität als Waffe benutzt, wie das immer in Kriegen passiert, aber da natürlich nochmal in einer ganz besonderen drastischen Weise. Und quasi damit halt auch ein Zeichen gesetzt, dass es gar nicht das Nackte die Befreiung ist, sondern die Nacktheit wird produziert, um Menschen anzugreifen, um ihnen die Menschlichkeit zu nehmen. Auch aus einem repressiven Teil. Das stimmt, ja. Ja. Diesen ganzen Bereich, ne, dass Nacktheit als Menschenfeindlichkeit, als Herabwürdigung oder so, habe ich gar nicht, wäre aber ein Punkt, den man dann noch vielleicht zupacken müsste. Ne? Weil Abu Ghraib und sogar ähnliches, ne, wo Nacktheit produziert wird, um Menschen zu erniedrigen. Und das tatsächlich habe ich das nicht, ist kein Teil von hier gewesen, vom Vortrag, ja. Ansonsten, ich kann nur sagen, vielen, vielen Dank. Ja. Ich glaube, es hat eine neue Sprache geöffnet, danke. Vielleicht ja, auch für andere. Guter Punkt, ja. Kann ich mal eine Frage? Ich habe auch noch mal eine Frage. Wer von euch war denn mal FKK machen? Ah, seid ihr alles, fast alles alte Hasen da, Häsinnen. Also, wenn es noch eine Frage gibt, habe ich gerade das Okay bekommen, dass noch, wir noch Zeit haben für eine Frage. Okay. Hallo. Ja, ich bin Sophie, Kai, wir hier hinten, wir kennen uns. Ah ja, hallo. Also es ist keine Frage, ich wollte auch nur noch eine ganz kleine Geschichte erzählen, die mir meine Mutter erzählt hat, die auch aus der DDR stammt. Und sie hat gesagt, sie war in ihrem ganzen Leben nur einmal am FKK-Strand und ist danach nie wieder hingegangen, weil sie da ihren Chef getroffen hat. Okay, ja. Ja, das war's schon. Ja, danke für die Geschichte. Schön.